Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, heute über denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. Ich bitte euch hier Matthäus 22, 14, sagen wir mal 15 Verse vorher, 15 Verse nachher zuerst zu lesen. Also nicht nur jetzt den einen Vers, sondern warum der Vers wie entstanden wurde. Warum hat der Herr Jesus den so gesagt? Und darum einige Kontroversen und dann die Auslegung im Textzusammenhang. Eine Auslegung ist immer nur möglich, wenn man den Hintergrund eines Verses verstanden hat. Wenn man den Hintergrund nicht verstanden hat, sind diese Worte, jedes einzelne, nichts sagend, fehldeutend, hat keinen Sinn. Hat keinen Sinn. Also man kann das nur erklären, wenn man den Textzusammenhang kennt. Ich möchte es an einem Beispiel sagen. Zum Beispiel Ehebruch in den Evangelien ist Hurerei. Ehebruch in den Lehrbriefen ist die Wiederverheiratung, wenn der erste Ehepartner noch lebt, man sich scheiden ließ, was man ja nicht macht, aber machen kann, aber nicht machen soll, und dann wieder verheiratet. Das ist dann Ehebruch in Römer 7, Vers 3. In den Evangelien ist Ehebruch Hurerei. Also das Wort Ehebruch in sich betrachtet sagt gar nichts. Erst im Zusammenhang. Genug der Vorrede. Erstens im Sinne der Calvinismus, Blasphemie. Blasphemie heißt Gotteslästerung. Calvinisten sind alle Gotteslästerer. Sie sind mindestens schrecklicher wie Satan selber. Hier, wenn ihr da draufklickt, da hat es einen roten Pfeil, draufklicken, dann kommt ihr die Belehrung, was die Calvinismus-Irrlehre ist, diese Blasphemie. Die findet man im Mitternachtsruf, Norbert Liet, typischer Calvinist. Vielleicht weiß er es nicht mal. Er ist ja ein Simonit, also ein Verlohnprediger. Die wissen manchmal gar nicht, was sie daher schwatzen. Dann John MacArthur, typischer Calvinist, Plauderi, ganz sicher kein Christ. So, also, da draufklicken und dann seid ihr im Thema Calvinismus. Mit diesem Vers, also denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte, mit diesem Vers endet das Gleichnis der königlichen Hochzeitsmahls, der wiederum Verwendung findet, um die Hypothese der zwei Rufe bzw. Yin-Yang-Lehre des Calvinismus zu belehren. Das Evangelium richtet sich demnach an zwei fixe Gruppen. Einerseits an Auserwählte, die diesem Ruf Folge leisten und unweigerlich zur Bekehrung finden. Andererseits an die Gruppe derer, die von Gott nicht zum Heil vorgesehen waren, also die vielen Berufenen. Dieser Teil wird zwar mit dem Evangelium konfrontiert, allerdings verfolgt Gott damit nicht das Ziel der Bekehrung. Und man sieht schon hier, der Calvinismus leugnet den Herrn Jesum direkt und sein Werk. Denn der Herr Jesus ist gekommen, damit jeder, der an ihn glaubt, errettet werde. Das leugnet ja, jeder Calvinist leugnet Johannes 3,16. Darum kommt schon wegen diesem einen Bibelvers jeder Calvinist in die ewige Hölle. Es wird dabei vorausgesetzt, die Gruppe der Nichterwählten wäre mit einem äußeren, allgemeinen Ruf Gottes konfrontiert. Man sieht schon diese Konstruktionen, die sie brauchen, unbiblische Konstruktionen. Die Erwählten mit einem speziellen inneren Ruf, der zwangsläufig zur Bekehrung führen muss, da dies auf die sogenannte unwiderstehliche Gnade zurückzuführen wäre. Also die Calvinisten sind ähnlich wie die Blasphemiker der Allversöhnung, die brauchen Konstruktionen, um ihre Philosophien
sind ja Philosophien, keine Schrifterklärungen. Ein Calvinist wie ein Alphasöhner kann das Wort Gottes gar nicht erklären. Warum nicht? Weil keiner von ihnen Gott, den Heiligen Geist, hat. Sie brauchen das Wort Gottes, um ihre Theorien, ihre Philosophien zu untermauern. Sie brauchen die Bibel zu reinen Darmzwecken. Sie sind nicht besser wie zum Beispiel Mormonen oder Katholiken. Schriftgemäße Auslegung zu Matthäus 22, 14. Da noch kurze Erklärung. Wenn ihr da drauf klickt, dann kommt ihr zu einer Übersicht, Kurzübersicht zu Matthäus. Solche Übersichten gibt es auf bibelkreis.ch und angehängte Seiten mehrere. A. Konnten oder wollten die Eingeladenen gar zur Hochzeit kommen? Über den Grund der Zurückweisung der Einladung ist im Gleichnis jedoch zu lesen, Matthäus 22, 3. Und er sandte seine Knechte aus, um die Eingeladenen zur Hochzeit zu rufen. Und sie wollten nicht kommen. Calvinisten lesen halt die Bibel nicht. Mindestens das nicht, was sie nicht wollen. Von dem willentlichen Ablehnung des Rufes Gottes durch das jüdische Volk lesen wir entsprechend in Matthäus 23, 37. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter Flügeln. Und ihr habt nicht gewollt. Jeder Mensch ist von Gott souverän erschaffen. 1. Mose 1, Vers 6 und 27. 26 und 27. Jeder Mensch kann zu Gott Ja oder zu Gott Nein sagen. Und sie wollten nicht. Sie sagten Nein. B. Alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Ebenso wie der König den Ruf ein zweites Mal wiederholt, nachdem die Ochsen und das Mastvieh geschlachtet war, richtet Gott durch das Evangelium, nachdem das Opferlamm Jesu Christi geschlachtet war, seine Aufforderung erneut an sein Volk. Gott lässt durch Männer wie Petrus zu Pfingsten und Stephanus in Apostelgeschichte 7 sein Volk erneut rufen und fordert es auf, zu Jesus Christus zu kommen, da die Erlösung vollbracht ist. Konnten die Gäste der Einladung nicht folgen oder wollten sie nicht kommen? Gott wollte sie in der Tat rufen und hat die gute Nachricht verkündigen lassen, da er in Christo alles zum Heil vorbereitet hat. Sein Volk leistet jedoch bewusst und willentlich Widerstand und bleibt ihm unglauben. Das calvinistische, blasphemische Gottesbild konstruiert einen Gott, der will und eigentlich doch nicht will, der ruft und es doch nicht so meint. Sie machen Gott zum Lügner, weil Calvinisten selber aus der Lüge sind. Die merken das gar nicht, sie können es nicht mehr merken. In der Regel sind sie schon aus dem Buche des Lebens gelöscht. Demgegenüber bleibt festzuhalten. Gott hat alles getan, dass Menschen und vornehmlich das Volk der Juden Vergebung der Sünden und Gemeinschaft mit Jesus Christus haben kann. Doch sie haben nicht gewollt. Ebenso schreibt Johannes 5, Vers 40. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Alles war bereit, doch sie sind nicht zum Fest erschienen. Übrigens, ich war ja in einer calvinistischen Sekte, der sogenannten AV, exklusive Brüderbewegung. Ich habe nur nicht gewusst, was Calvinismus ist. Aber sie haben die verderbteste Art von Calvinismus, ist in der Brüderbewegung durch John Nelson Darby, der gelehrt hat, ja, Gott hat Menschen auserwählt für den Himmel, aber nicht für die Hölle. Und das ist die Lehre von 99% in der AV. Und das ist so verderbt, heuchlerisch. Man muss manchmal fragen,
Kann so ein Mensch überhaupt errettet sein? C. So viele immer ihr finden werdet, ladet zur Hochzeit ein. Nachdem die Juden wiederholt ihre Ablehnung deutlich machen, berichtet uns Lukas in Apostelgeschichte 13,46 analog dazu. Paulus aber und Barnabas sprachen freimütig: Zu euch musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden, weil ihr es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig haltet. Siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. Das Evangelium richtet sich nach der Generalablehnung Israels an die Heiden, Nationen, an die Ethnos. D. Wer sind nun die Berufenen und Auserwählten? Gerufen und eingeladen sind im Evangelium alle Menschen. 1. Timotheus 2,4. An die das Evangelium ergeht, diejenigen jedoch, die sich rufen lassen und der Einladung nachkommen, sind dann auch von Gott auserwählt, am Hochzeitsmahl teilzunehmen. E. Wieso nur wenige Auserwählte? Die traurige Wahrheit, dass die Schar derer, die an Jesus Christus glauben, eine kleine Herde, Lukas 12,32, gleichkommt wie Matthäus 7,13 beschrieben, geht hinein durch die enge Pforte. Denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die auf ihm hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Daher endet das Gleichnis in Matthäus 22 auch mit der Feststellung: Wenige sind auserwählt. F. Wille Gottes, Verantwortung des Menschen. Da nun gezeigt wurde, dass Gott nicht des Sünders Tod will, Ezekiel 33,11, sondern alles bereit ist, ist auch die Berechtigung der Frage des Petrus nachvollziehbar. Was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? 1. Petrus 4,17. Dieser Einladung Gottes im Evangelium hat der Mensch in Verantwortung und Gehorsam nachzukommen, da es sonst keine andere Hoffnung auf Errettung gibt. Hat Gott seine unwiderstehliche Gnade zurückgehalten, sodass diese Menschen nicht glauben konnten und infolgedessen gleichgültig blieben und sogar die Boten Gottes verfolgten? Die Folge der Abweisung des Evangeliums in Matthäus 22 wird erschreckend geschildert. Sie kümmerten sich nicht darum, beziehungsweise die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Dieselbe Gleichgültigkeit dem Evangelium gegenüber ist leider bis heute ebenso feststellbar. Wie die Verfolgung der Boten Gottes, die durch die Geschichte der Kirche keine Ausnahme geblieben ist. Hier lasse ich gern das Wort Kirche stehen. Das hat nämlich mit der Gemeinde der Heiligen der Gnadenzeit nichts zu tun. Kirche ist für mich ein Wort, eine Worterfindung fürchterlichster Art, wenn man sieht, wie dieses Wort überhaupt entstanden ist. Klammer geschlossen. Sondern traurige Wirklichkeit bei den Menschen, die den Willen Gottes Widerstand leisten. Ich lese den Satz nochmal. Dieselbe Gleichgültigkeit dem Evangelium gegenüber ist leider bis heute ebenso feststellbar wie die Verfolgung der Boten Gottes, die durch die Geschichte der Kirche keine Ausnahme geblieben ist, sondern traurige Wirklichkeit bei den Menschen, die dem Willen Gottes Widerstand leisten. G. Ein Ruf, zwei Antworten. Diese These der Zwei-Ruf-Lehre ist mit dem Gleichnis des königlichen Hochzeitsmahl nicht zu belegen. Vielmehr wird darin deutlich, dass Gott die Gnade der Einladung im Evangelium an die Menschen, Juden wie heißen,
in gleicher Weise richtet. Alle erhielten die gleiche eine Einladung. Deren Zurückweisung lag nicht der Wille dessen zugrunde, der die Einladung ausrichten ließ, sondern war Reaktion der Geladenen darauf. Glaube und Gehorsam oder Glaube entschieden über die Teilnahme am Hochzeitsmahl. Die Erwähnung weniger Auserwählter ist darauf zurückzuführen, dass es wenige sind, die die Gnade Gottes für sich in Anspruch nehmen und die Masse gehe gleichgültig oder mit Widerstand antworten. Drittens, Zusammenfassung Matthäus 22. Und bitte lest das Kapitel nochmal selber für euch vielleicht zweimal. Also, Zusammenfassung Matthäus 22. Aus dem Gleichnis der königlichen Hochzeit wird, entsprechend der anderen Erwählungsstellen, deutlich, dass die Berufung Gottes durch den Menschen in Glaube, Umkehr, Bekehrung angenommen werden muss. Jeder Mensch muss glauben, umkehren, sich bekehren. Wer die Berufung Gottes jedoch nicht annimmt, der gehört nicht zum Hochzeitsmahl Auserwählten. Man muss zuerst dem Ruf gehorchen, damit man zum Hochzeitsmahl kommt. Dann ist man ein Auserwählter, wenn man zum Hochzeitsmahl eingeladen wird. Und es wird ihm ergehen wie dem Mann, der ohne Hochzeitskleid vor dem König nicht bestehen kann, Verse 12 und 13, und trotz seiner Berufung zum Himmelreich verloren geht. Das Wort Himmelreich werde ich dann noch verbessern, zum Himmel. Die Sicht der Calvinisten, Gotteslästerer, eine Einladung auszusprechen und zu wiederholen mit dem Wissen, die Angesprochenen könnten gar nicht kommen, konstruiert ein schizophrenes Bild dessen, der tatsächlich alle Menschen liebt und auch wirklich retten will. Calvinisten sind wirklich von Herzen verderbte Gottesleugner, ähnlich wie die Sabbatisten oder Adventisten oder Allversöhner, die ihre heidnischen Philosophien mit dem Wort Gottes belegen wollen. Sie sind alle nicht errettet. Liebe Geschwister, wenn ihr dazu Fragen habt, Antworten, Korrekturen, gern, legt es einfach in die Kommentarzeile, heißt das, in die Kommentarzeile vom YouTube. Ich werde, wenn ich es sehe, mit des Herrn Hilfe beantworten. Ich wünsche euch ein gutes Wort Gottes Studium. Hier will ich folgen.